Anja und Anton. Kugel, goldene Kugel. Du bist so müde, Anja. Du bist eine Prinzessin. Ein heiterer Sonntag. Du musst an nichts denken, außer an den Prinzen. Und dann fällt die Kugel. Kugel. Erst auf mein Bitte. Bitte. Kugel, goldene Kugel, mein. Fall mir ja nicht in den Brunnen rein. Aua! Schon wieder. Jedes Mal lässt die mir ihre blöde Kugel auf den Kopf fallen. Das machst du extra. Ja, klar mache ich das extra. Siehst du, was habe ich gesagt? Ja, also, Anton, soll mir die goldene Kugel jetzt in den Brunnen fallen oder nicht? Natürlich. Sonst funktioniert die Geschichte doch überhaupt nicht. Na also, zieh gefälligst deinen Kopf ein. Können wir jetzt vielleicht weitermachen? Froschkönig, erster Akt, erste Szene im Garten des königlichen Schlosses. Anja, bitte? Wie? Ganz von vorne? Nicht schon wieder von vorne. Ich fand das eben gerade ganz okay. Fand ich auch. War okay. Wenn ihr alles besser wisst, wozu braucht ihr dann noch einen Regisseur? Sie hat's doch nicht so gemeint. Also nehmen wir an, die Kugel ist schon in den Brunnen gefallen. Ja. Welche Stelle jetzt genau? Ja. Meine Kugel. Meine goldene Kugel. Ich weiß schon. Bitte? Meine Kugel. Oh, meine goldene Kugel. Oh, weh. Oh, weh. Was weinst du, schöne Prinzessin? Ach, du bist alter Wasserpatscher. Ich würde lieber Frosch sagen. Gut, sag Frosch. Ach, du bist alter Frosch. Ich weine um meine goldene Kugel, die mir soeben in den Brunnen gefallen ist. Was gibst du mir, wenn ich dir die Kugel wieder heraufhole? Was du willst, lieber Frosch. Meine Kleider, meine Perlen und sogar meine goldene Krone. Das alles will ich nicht. Aber wenn ich von deinem Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken und mit im Bettlein. Bettlein. Was? In deinem Bettlein. Wenn ich in deinem Bettlein schlafen darf, dann werde ich dir die goldene Kugel wieder heraufholen. Ich verspreche dir alles, was du willst, mein lieber Frosch, wenn du mir nur meine goldene Kugel wiederbringst. Ah, da ist sie ja! Warte, warte! Ich kann nicht so laufen wie du! Ka, ka, ka! Was soll das heißen? Kack, kack, kack? Wieso? Kannst du nicht richtig Quark sagen? Sag ich doch. Kack, kack. Anton? Klaus-Peter, schau mir mal auf den Mund. Du musst die Lippen nach innen ziehen und den Mund ganz weit machen und... Tag. Klaus-Peter, es kommt erst ein K, aber nur ganz kurz und dann ein W. Du kommst. Was soll der Quatsch? Ja, genau. Quark wie Quatsch. Ich sag jetzt überhaupt nichts mehr. Ein Frosch, der nicht quaken kann. Wo gibt's denn sowas? Mit diesem Frosch blamieren wir uns bis auf die Knochen. Wenn euch mein Kaken nicht gefällt, dann sucht euch gefälligst einen anderen Frosch. Verflixt und zugenäht. Puh. Klaus-Peter, warte! Hör doch! Schmierentheater hier! Der kommt wieder. Doch, das kenne ich schon. Der hat wahrscheinlich noch nie einen richtigen Froschquaken gehört. Aber wo kann man heutzutage noch frische Quaken hören? Hm. Ich kenne Stellen. Wirklich? Sag mal, Anton, wie wär's, wenn wir ihm einfach einen Frosch auf Tonband aufnehmen würden? Dann kann er sich das Gequake so lange anhören, bis er kapiert hat, wie es geht. Hm? Was meinst du? Oh,
fehlt nur ein bisschen Gequake. Quak, 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 quak. Quak, 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 quak. Was soll der Teich sein? In dieser traurigen Pfütze, da sind doch nie im Leben Frösche. Viel ist nicht mehr davon übrig. Hey! Wenn Sie nicht lesen, betreten der Baustelle verboten. Wir wollten nur ein bisschen Froschgequake aufnehmen. Ihr quakt nicht mehr. Aber hier waren immer Frösche. Wo sind denn die Frösche geblieben? Das ist alles mit dem Umweltamt abgeklärt. Los, und jetzt runter vom Gelände. Komm, Anton. Hier waren jedes Jahr Frösche. Anton, was willst du denn jetzt noch? Ich muss mir das genauer anschauen. Und, siehst du schon was? Ich wusste doch, dass hier Frösche waren. Guck mal, Anja. Ich sehe nichts. Nur modriges Zeug. Hast du nicht den Laich? Eine Leiche, Bo. Ach, keine Leiche. Der Laich. So nennt man die Froscheier. Zeig mal. Ach, du meinst das Glibberzeug da unten? Ja, das Glibberzeug. Gib mir mal das Glas. Willst du es etwa rausholen? Hier gehen auch die Froscheier kaputt. Der Teich ist doch bald ausgetrocknet. Mehr rechts. So, geschafft. Der Froschleich ist in Sicherheit. Und was passiert jetzt weiter? Wir können nur hoffen, dass sich die Eier überhaupt noch entwickeln. Oh, das gucke ich mir genauer an. Sind durchsichtig, mit irgendwas drin. Da! Da bewegt sich was. Und du hast recht. Und daraus werden jetzt die Frösche. Ja, aber das dauert ein Weilchen. Und wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle unser Quaken her? Wir hätten den Froschleich doch eigentlich hier in den Waldsee bringen können, oder? Nein. Froscheier sind eine Delikatesse für Fische. Ach, du meinst, hier draußen werden sie aufgefressen? Mhm. Aber wenn die Frösche größer geworden sind, bringen wir sie hierher. Ach, ist das schön hier. Hör ich mal, ein Wasser oben. Hm, ich höre. Guck mal, eine Libelle. Sieh doch mal, Anja. Ich sehe. Naja, als junger Mensch hat man vielleicht keinen Sinn dafür. Doch, hat man, alter Mann. Man möchte bloß nicht immer alles vorgesagt bekommen. Hm? Ich sehe was, was du nicht siehst. Du meinst den Frosch da. Guck mal, Anton, die machen einen Ringkampf. Sie lieben sich Frösche. Verstehe, die paaren sich. Wie wär's zur Abwechslung mal mit ein bisschen Gequake, Frösche? Hm? Psst. Horch doch. Moment noch. Hast du's? Ja. Der quakt ja, ohne das Maul aufzumachen. Der quakt durch die Nasenlöcher. Wirklich? Und diese komischen Blasen auf seinen Backen? Das sind Schallblasen, mit denen verstärkt er den Ton. Das kriegt Klaus-Peter nie hin. Ja, klingt ziemlich echt. Das ist echt, Klaus-Peter. Das ist ein wirklicher, garantiert echter Frosch. Ja, mal genauer hin. Jetzt du. Bitte, Klaus-Peter.
Gott! Ich bin Schauspieler und kein Frosch. Sis. Ich finde, es klingt schon viel besser. Kannst du die Kassette mit nach Hause nehmen und ein bisschen üben? So, wir machen jetzt mit dem dritten Akt weiter. Bin ich da schon der Prinz oder bin ich da noch Frosch? Da bist du schon der Prinz. Oh ja. Da bin ich. Na, du bist dran. Ach so, ich bin dran. Wer seid ihr, Prinz? Moment, Anja, du weißt doch noch gar nicht, dass das der Prinz ist. Wer seid ihr? Ich bin ein Prinz. Huch! Wirklich? Eine böse Hexe hat mich in einen Frosch verwandelt. Und niemand konnte mich erlösen als du allein. Du lieber, schöner Frosch. Prinz. Ja. Du lieber, schöner Anton, muss ich das wirklich sagen? So steht es hier im Text. Im Schlafzimmer einer Prinzessin passen am besten Lilien. Was meinst du? Ja, ist okay für mich. Weiße Lilien. Und? Wie findest du die Krone? Ja, ich glaube, meine Königskrone ist nicht so zackig. Da ist oben so was Rundes noch drauf. Was Rundes? Ja, ich bin sicher. Mist! Anton, es tut sich was! Wo? Bei unseren Fröschen. Sie schlüpfen. Wie sehen die denn aus? Das sind doch keine Frösche. Das sind Kaulquappen. Oh nein. Dann waren das keine Froscheier, dann waren das Kaulquappeneier. Aber Anja, natürlich waren das Froscheier. Aus den Froscheiern kommen Kaulquappen und daraus entwickeln sich später Frösche. Ach so. Sehen aus wie Fische. Sie atmen auch wie Fische. Durch Kiemen. Kiemen? Ach, du meinst bestimmt diese kleinen Büschel da links und rechts am Kopf. Sehen aus wie kleine Geister. Und wie lange dauert das jetzt, bis aus den Kaulquappen Frösche werden? Ja, ein paar Wochen wird es noch dauern. Aber bis zur Premiere von unserem Froschkönig sind sie fertig. Ja, das könnte hinkommen. Und wenn Klaus-Peter bis dahin immer noch nicht Quark sagen kann, dann nehmen wir einfach einen von unseren Fröschen. Ja. Und dem bringen wir dann das Sprechen bei. Hm? Königstochter Jüngste, mach mir auf! Schreck! Fürchtest du dich, mein Kind? Steht etwa ein Riese vor der Tür? Oh nein, es ist kein Riese. Es ist ein garstiger Frosch. Was möchte Klaus Pick? Was möchte der Frosch von dir? Ach, mein lieber Vater, als ich gestern am Brunnen saß, fiel mir die goldene Kugel hinein. Der Frosch hat sie heraufgeholt und weil er es verlangte, so versprach ich ihm, er könnte mein Geselle werden. Jetzt steht er draußen und will hinein.
und will hinein. Klaus-Peter! Königstochter Jüngste, mach mir auf! Was du versprochen hast, musst du auch halten, mein Kind. Geh nur und lass ihn herein. Was? Gibt es denn kein Märchen mit deinem Fisch? Wer weiß, wie du dich als Fisch anstellen würdest. Als Fisch bräuchte ich wenigstens nicht zu kaken. Da wäre ich stumm. Wie die Fische hier in deinem Aquarium. Klaus-Peter, das sind doch keine Fische. Das sind Kaulquappen. Fisch oder Kauldings, Hauptsache stumm. Auch wenn du eine Kaulquappe wärst. Irgendwann würde der Tag kommen, an dem du Quark sagen müsstest. Wieso? Na komm, ich zeig's dir mal. Also, das hier ist das Ei mit dem schwarzen Punkt drin. Und daraus wird irgendwann die Larve. Ja? Und aus dem Ei schlüpft die Kaulquappe und die wird immer dicker und dicker. Irgendwann entwickeln sich Hinterbeinchen und da sind wir jetzt gerade. Siehst du's? Ja, sehe ich. Die Beinchen links und rechts vom Schwanz. Manche haben aber auch schon kleine Vorderbeine. Ja, das ist aber erst der nächste Schritt. Zuerst Hinterbeinchen und dann Vorderbeinchen. Und der Schwanz wird immer kürzer. Und wenn der Frosch so aussieht, dann ist er fertig. Und dann, Klaus-Peter? Und dann? Was dann? Dann sagt er Quark. Liebe Zuschauer, oh Gott, ich glaube, mir wird schlecht. Ich kann so unmöglich auftreten. Jetzt habe ich meinen Text vergessen. Wir sind ausverkauft. Achtung, alles auf die Plätze. Es geht los. Kugel, goldene Kugel, mein, fall mir ja nicht in den Brunnen rein. Oh, meine goldene Kugel, oh weh. Was gibst du mir, wenn ich dir die Kugel wieder heraufhole? Ich verspreche dir alles, was du willst, mein lieber Frosch. Bist du ein echter König? Da ist sie ja! Warte, ich kann nicht so laufen wie du! Mensch, Klaus-Peter, ich könnte dich küssen. Sehr gut. Königstochter Jüngste, da komme ich. Was willst du, kalter, garstiger Frosch? Ich bin müde. Ich will schlafen so gut wie du. Lass mich in dein Seidenbettlein oder ich mag deinem Vater. Nein! Hinfort! Weg mit dir, abscheulicher Fetter! Dann wirst du endlich Ruhe geben. Da bin ich. Wer bist du? Ich bin ein Prinz. Eine böse Hexe hat mich in einen Frosch verwandelt. Und niemand konnte mich erlösen als du allein.
lieber schöner Frosch. Du lieber schöner Prinz. Ihr lieben, schönen Kinder. Hier habt ihr meinen Segen. So lasst uns jetzt zum guten Schluss ein kleines Liedlein singen. Nach allem Ärger und Verdruss wird's umso schöner klingen. Sei doch kein Frosch, lauf nicht davon, lass dich nicht erschrecken. In meinem Frosch steckt doch dein Prinz, du musst ihn nur entdecken. Bist du mal traurig, nichts gelingt, kannst keinem recht es machen. Dann denke daran ganz bestimmt, nach Tränen kommt ein Lachen. Sei doch kein Frosch, hüpf nicht davon, lass dich nicht erschrecken. In einem Frosch steckt doch dein Prinz, du musst ihn nur entdecken. Sei doch kein Frosch, hüpf nicht davon, lass dich nicht erschrecken. In einem Frosch steckt doch dein Prinz, du musst ihn nur entdecken. Auf die allerliebste Prinzessin. Danke, Majestät. Auf den Frosch mit dem schönsten Quaken. Und auf den weisesten König weit und breit. Mensch, Anton! Unsere Frösche sind da! Lebt wohl. Tschüssi, ihr Frösche. Was machen die denn jetzt? Sie wachsen und sie fressen. Mücken und fliegen. Sie heiraten und kriegen kleine Frösche. Erstmal Kaulquappen. Und am Abend sitzen sie da und machen. Thank you.